Guten Morgen, Clara. Aufstehen. Mama, ich schlaf noch. Ja, mein Schatz, das kann ich sehen. Aber wir haben gestern Abend besprochen, dass du heute Morgen noch duschen gehen musst. Was? Duschen? Das glaube ich gar nicht, Mama. Meine Haare sind doch... Oh mein Gott, total fettig! Ja, ich sag's dir doch, Clara. Ich hab dir gestern Abend gesagt, du sollst duschen. Wolltest du nicht? Jetzt musst du heute Morgen duschen. In der Früh um 6. Ach, Mann! Bitte beeil dich mit dem Duschen, Clara. Wir essen in 15 Minuten. Ach, Mann. Hätte ich doch bloß am Abend geduscht. Ich hab jetzt gar keine Lust. Okay, egal. Eine Stunde später. So, das letzte Besteck ist auch drin. Mama, ich habe alles eingeräumt. Ich gehe jetzt in die Schule. Musst du noch meine Schultasche holen? Ah, da ist sie. Perfekt. Schatz? Oh, da bist du ja. Was ist denn, Mama? Ich muss in die Schule. Hast du denn deine Zähne geputzt? Klar? Clara, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst mich nicht anlügen? Geh jetzt sofort Zähne putzen. Okay. Ich gehe ja schon. Pff, Mama ist aber heute schlecht gelaunt. Inzwischen. Au, oh, das ist bestimmt Jule. Jule, ich komm schon. Mama, ich gehe in die Schule. Bis später. Oh ja, da ist sie ja. Morgen, Jule. Morgen, Clara. Bist du bereit für einen weiteren Schultag mit unseren nervigen Schulkameraden? Nee, aber ich habe ja dich, meine allerbeste Freundin. Und du machst alles immer besser. Ja, genauso wie du. Best Friends forever. Aber jetzt komm, lass uns in die Schule laufen. 20 Minuten später. Okay, wer als allererstes beim Spind ist, okay? Los geht's! Erster! Ach Mann, das ist unfair. Du bist immer so mega schnell. Boah, ganz ehrlich, was stimmt denn mit euch nicht? Ihr seid so super peinlich und führt euch auf wie Erstklässler. Ja, genau, wie Erstklässler. Boah, lass uns in Ruhe, ganz ehrlich. Ich mach, was ich möchte. Und mit euch will ich eh nichts zu tun haben. Ihr habt schreckliche Haare und schreckliche Klamotten. Wie kann man denn mit euch befreundet sein? Das geht doch gar nicht. Hör nicht auf die Jule. Deine Haare sind super. Später. Clara, glaubst du wirklich, dass unsere Haare so schrecklich sind und unsere Klamotten so furchtbar? Ich weiß nicht, aber sie sagen das irgendwie jeden Tag. Also vielleicht ist es ja auch so. Hm, vielleicht sollten wir irgendwas ändern. Wollen wir später zum Shoppen gehen und vielleicht unsere Haare neu machen? Ja, gute Idee. Vielleicht hören sie dann auch auf, uns zu mobben. 2 Stunden später. Okay, da ist Rockstar. Wie viel Geld haben wir denn? Also ich habe so 87 Euro. Ah, cool. Okay, ich habe nur 43. Egal, lass mal gucken, was wir kaufen können. Hallo Mädels, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, wir brauchen neue Outfits. 20 Minuten später. Mist, ich kann mir nur die Hose leisten. Aber egal, das ist die coolste Hose in Brookhaven. Die muss ich mir unbedingt kaufen. Wo bleibt denn Jule? Ein paar Sekunden später. Schau mal, Clara, wie gefällt dir mein Outfit? Wow, Jule, du siehst super aus. Lass uns zahlen und dann können wir zu dir gehen und die Haare machen. Guter Plan. Okay, dann können wir anfangen. Ja, warte. Als allererstes müssen wir mal unsere Haare kämmen. So, hier oben liegt die Bürste. 2 Stunden später. So, warte. Ich muss jetzt deine Haare noch ein bisschen zu Ende kämmen. Ich hab's gleich. Wow, Jule, wir sehen so toll aus. Ja, und morgen in der Schule werden die bösen Mädchen keinen Grund mehr haben, uns zu mobben. Am nächsten Tag. Guten Morgen, Clara. Aufstehen. Guten Morgen, Mama. Heute muss ich mir meine Haare nicht machen, weil die haben wir uns gestern gemacht. Nein, wie sehe ich denn aus?
Mein Zopf ist aufgegangen und meine Haare sind ganz wirr. Mama? Schatz, was ist denn? Mama, meine Haare. Wir haben uns gestern so viel Mühe gegeben. Jetzt ist alles kaputt und ich werde wieder morgen gemobbt. Was, mein Schatz? Du wirst morgen gemobbt? Nein, heute Morgen. Was? Gemobbt wirst du? Ach, Schatz, du hast doch wunderschöne Haare. Komm, das wird bestimmt super werden. Lass uns frühstücken. Auf geht's. Dann hole ich mir meine Schultasche. Oh nein, Jule kommt schon. Ach, da ist meine Schultasche. Ich komm schon. Warte, Jule. Mama, ich geh jetzt in die Schule. Bis dann. Viel Spaß, Schatz. Oh, da bist du ja, Jule. Oh, was ist denn mit deinen Haaren passiert, Clara? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach verlegt. Es ist, wie es ist. Wir hatten jetzt keine Zeit, meine Haare noch zu machen, hat Mama gesagt. Sonst komme ich zu spät in die Schule. Ja, kommen wir auch. Hast du denn gelernt heute für die Probe? Klar. Und ich habe sogar Nana mitgebracht, dass sie mir Glück bringen kann. Ah, Nana, das ist eine gute Idee. Da haben wir dann bestimmt beide super gute Noten. Aber jetzt komm, lass uns in die Schule gehen. Oje, einfach schnell vorbei, einfach schnell vorbei. Wow, Jule, wart mal. Was? Ich? Ja, du. Boah, du siehst jetzt voll toll aus. Wir wussten ja gar nicht, dass du so cool bist. Möchtest du denn mit uns abhängen? Was, wirklich? Clara und ich? Nein. Natürlich nur du, Jule. Clara ist nach wie vor super cringe. Na, was kann man von euch denn? Ja, ich würde super gerne bei euch bleiben. Was? Jule? Du bist lieber bei den bösen Mädchen als bei mir? Ist doch kein großes Ding, oder? Also, wenn die mich einmal fragen... Also, wir sind ja trotzdem noch Freundinnen. Sind wir das? Wenn ich jetzt ganz alleine hier bin? Also ganz ehrlich, Jule, wenn du mit uns befreundet bist, dann darfst du definitiv nicht mehr mit Clara befreundet sein. Morgen. Ah, das war die neue Schülerin. Wer weiß, wie die wieder drauf ist. Später. Ach Mann, ich kann es gar nicht fassen. Jetzt sitzt sie schon bei den anderen und redet nicht mehr mit mir. Inzwischen. Aber jetzt erzähl mal, Jule, was gibt's denn Lustiges über die Clara? Lustiges weiß ich nicht. Also was vielleicht ein bisschen lustig ist, ist, dass sie heute einen Teddy dabei hat. Also ihr Affe. Der heißt, Nana, glaube ich, heißt er. Ich weiß es nicht so genau, weil ich interessiere mich dafür nicht. Aber den hat sie dabei für die Probe, dass er ihr Glück bringt. Sie ist wirklich so ein Baby. Das müssen wir überall rum erzählen. Sie ist wirklich so lächerlich. Kannst du uns denn noch was erzählen von ihr? Wir wollen alles wissen. All ihre Geheimnisse. Okay, da muss ich mal nachdenken. Ein paar Sekunden später. Na, hat dir dein kleines Äffchen Glück gebracht? Was? Na, dein kleiner Affe. Wir wissen alles jetzt von dir. All deine Geheimnisse. Du bist wirklich einfach nur lächerlich. Also... Die Jule ist jetzt nicht mehr deine Freundin. Rede sie bloß nie wieder an. Was? Wie konnte sie nur? hallo? Ist alles okay bei dir? Hallo? Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Es tut mir leid. Was ist denn passiert? Kann ich dir irgendwie helfen? Tut dir was weh? Nein, ich wurde nur furchtbar gemobbt. Wir haben halt nicht so viel Geld und ich kann mir nicht die coolsten Klamotten leisten. Die coolsten Klamotten? Das ist doch völlig egal. Du musst nett sein und wenn du cool bist und nett, dann passt doch alles. Ja, anscheinend denkt Jule nicht so. Die hängt jetzt mit den anderen Mädchen ab. Also, ich bin erst seit heute hier in Brookhaven. Aber wenn du willst, können wir was unternehmen?
und, weiß ich nicht, vielleicht Freunde werden? Was? Das würdest du machen? Aber wenn du mit mir befreundet bist, dann wirst du jeden Tag gemobbt. Ich finde dich super nett. Und wir werden ja mal sehen, wer wen mobbt. Freunde? Okay, Freunde. Dann war es aber mit diesem Brookhaven Roleplay-Video von heute. Ich hatte ja einen Community-Post gemacht und ihr konntet da euren Namen reinschreiben. Und gewonnen hat dieses Mal It's the Real Clara. Clara, ich hoffe, dass dir das Roleplay gefallen hat. Das ist dein Name im Roleplay gewesen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich danke dir da vielmals, dass du mitgemacht hast. Natürlich auch an alle anderen, die mitgemacht haben. Lasst ein Like, ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr immer informiert werdet, wenn ich wieder einen Community-Post mache oder ein neues Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!